Aber ich werde dem Kaffee niemals abschwören. Und das ist lustig, ich habe bis 30 überhaupt keinen Kaffee getrunken drinnen. Also wir hatten als Kinder hatten wir Milchkaffee, also ja. Zum Morgen, oder? Muckefuck. Ist das? Das ist Kinderkaffee. Ah ja, und dann bis 30 habe ich keinen Kaffee getrunken. Schon lustig. Naja, das eine Jahr, was du jetzt Kaffee getrunken hast. Was? Das eine Jahr? Ja, ja. Warum ein Jahr? Ja, du bist 31, da... Aha! Ja, jetzt schalte ich nicht so schnell. Ich bin Kummer gewohnt. Ja, so 30 rum. Das ist mein Lieblingsalter. Aber Weizenfelder haben wir nur zwei. Theoretisch nicht, nein. Theoretisch müssen es 3 sein. Was? Theoretisch müssten es 3 sein. Ja, vielleicht finde ich das dritte ja noch. Ja, das ist, glaube ich, weit draußen. Habe ich später gemacht. Kaffee mit Milch und Zucker. Ja, genau. Und Brotmocken rein, weißt du? Brot? So, ja, so Brotmocken. Nein. Mal so haben wir morgen essen gehabt. Ohne Konfitüre. Ja. Ohne dem geht in der Früh nichts. Ja, ich habe tatsächlich heute meinen Kaffee wirklich über Stunden getrunken. Und da habe ich gesagt, so, irgendwie mag ich heute nicht. Deswegen hatte ich mir vorhin eine Brühe gemacht. Hatte mir vor dem Stream eine Brühe gemacht. So habe gedacht, du trinkst so während des Streams eine Brühe. Ja, aber während des 10 Minuten Intro war die Brühe alle. Ja. Da hatte ich tatsächlich Appetit mal ein bisschen auf deftiger. Dann brauchst du Salz, weißt du, wenn du viel schwitzt. Ich friere jetzt zur Zeit. Also. Ja, aber wir haben ja geschwitzt vorher. Willkommen zurück, ja, das stimmt. Die rote Beete auch, gell? Ja, die habe ich auch gedingst. Ja, geerntet. So, ich habe bis jetzt nur 2 Weizenfelder gefunden, das ist aber jetzt ärgerlich. Was bist du denn hier? Doch, nee, ich hab's gefunden. Was ich jetzt habe, ich hatte jetzt zweimal schon Krämpfe in der Nacht. Ich trinke aber viel. Ich muss unbedingt Magnesium kaufen. Magnesium, ja, ist täglicher Begleiter bei mir. Ja, weil wenn ich so schwitze, weißt du, dann genügt das Trinken nicht anscheinend. Nee. Ich hatte so Krämpfe in den Beinen. Ah, ich bin gleich fertig. Ja. Ich finde es immer gut, dass die Felder dann schon vorbereitet sind, so, ne? Ja. Also es war jetzt angenehm zu sagen, ich muss heute Roggen und Weizen aussehen und die Felder sind vorbereitet, ne? Genau, ja. Ein Nied zum Water, ich werde schon wieder verdursten hier. Ja, und so kommt man auch nicht im Verzug, weißt du, dass man es vergisst. Ja. Du erntest auch gern, was du siehst. Schreibe doch gerne mal, was du in Medieval Dynasty am liebsten anbaust und warum. Andrinas Discord-Channel ist ein idealer Ort dafür. Schau vorbei und werde Teil der Community. Ja, heute ist sie früh. Sehr schön. Ist sie früh. Heute, nicht heute. Heute. Andrina, mich friert es auch schon den ganzen Tag. Und hier regnet es. Ja, hier ist auch Schmotterwetter. Aber ganz ehrlich, der Mensch meckert an allem Wetter rum. Ja. Ist es zu kalt? Ist es zu warm? Und ich sage mir lieber etwas kühler, dann kann man sich was anziehen. Ja, ich finde. Als zu warm, da kann man nicht, irgendwann kann man nichts mehr ausziehen. Genau. Hallo, liebe Kälter. So, nochmal überprüfen. Ja, weißt du, es ist nicht mal die Wärme, sondern die Luftfeuchtigkeit, die macht einen fertig hier in der Schweiz. Wir hatten letztens so viel, wie viel? Über 83%. So, jetzt gucken wir Jill beim Arbeiten zu. Guck mal, wie sie da schön den Dreck hinschmeißt. Ja. Okay, ja, da ist schon.
Ja, ich sehe gar nichts da. Nee, das ist mein Problem auch immer gewesen, bei die ganze Zeit. Ich werfe einfach und dann sehen wir dann, wenn wir hacken, ob alles gedüngt ist. Hallo? Soll ich denn schon mal hacken? Ja. Dort, wo ich schon gedüngt habe, ist... Hä? Oh, guck mal hier, sie ist aber... Oh, sie haut aber den Prügel. Alter Vater. Gib's dir, los, los, los. Immer drauf, immer drauf, immer drauf. Oh mein Gott. Ich sehe gar nichts mehr. Da ist schon. Da ist schon. Ich höre Krähen. Okay. Ach, ich wollte ja noch nach deinem Pferdchen gucken, ne? Kann ich denn jetzt als Pferd als Reittier mein Pferd nehmen? Ja, sicher. Du musst ihn einfach satteln. Sattel wegnehmen vom Esel und aufs Pferd. Weiß ich auch nicht mehr, wie es geht. Ich auch nicht. Shit. Aber wahrscheinlich auch so, wie du mir gezeigt hast mit dem Namen. Ich bin gerade aus der Badewanne. Oh, ich hoffe, es war eine schöne, angenehme, duftende, entspannende Badewanne, lieber André. Oh, ich kann gar nicht mehr baden, du. Ist mir immer zu heiß, auch wenn ich hinter dir stehe. Och, heiß baden tue ich am liebsten nicht. Ich glaube, ich bin zu oft heiß gebadet worden. Oh nein. Ich dusche auch gerne heiß, aber man soll es halt nicht machen. Ja. Ich habe liebe Kinder. Nein, das soll man nicht machen. Ist nicht gut für Haare, ist nicht gut für Haut. Ich hatte jetzt die Tage, wo es so heiß war, bin ich mit den Beinen, weißt du, kalt, so kalt ab. Abgeduscht. Ja. Das tut ganz gut. Ich muss Säckchen machen, glaube ich. Ja. Kaputt gegangen da. Und dann können wir schon wieder questen gehen. Wir müssen erstmal kochen und produzieren, ne? Dann drehen wir wieder auf die. Ja. Nee, wir müssen erstmal ein bisschen Produktion ankurbeln und so. Ja. Wir brauchen Produktionspunkte, fehlen uns richtig, richtig viele. Ja, genau, Geld, oder? Für wieder zum Ausgeben. Bei uns am Berg oben liegt wieder Schnee, auweia. Oh, wie schön. Irgendwer, ich glaube Friedhelm war das gewesen, er hat geschrieben am 24. hat er geschrieben, in einem halben Jahr ist Weihnachten. Und ich dachte mir so, jo, alles klar. Also hier beim Hafer musst du nochmal drüber, da ist noch a little bit. Ja, schaut dann, wo die Löcher sind, ich sehe überhaupt nichts. Ja, so geht es mir auch immer. Jetzt weißt du, wie hart die Landarbeit ist, du. Ja. Aber es ist schon komisch, dass man so schlecht sieht. Hä? Ach so. Gedüngt, hä? Gedüngt. Ich stochere hier mal ein bisschen rum, vielleicht klappt's ja. Ja, dort, wo gedüngt ist, geht's. Ja, genau. Ich stochere hier mal ein bisschen rum, vielleicht passiert ja was. Ja, mehr links, glaube ich, ist... Dass ich dann auch gesehen habe, etwas. Ungepflügt. Düngt. Komisch, wie, was habe ich denn da für ein System? Der andere ist schon auch schon. Aua! Du! Ups! Das war dein Zeh, es tut mir leid. Hier hast du noch nicht, ne? So. Nee. Wo? Auf diesem hier warst du noch nicht. Mal. Der ist schon der andere. Nee, hier ist noch gar nichts. Wo? Da, wo du jetzt stehst. Aber hier ist ja noch ein drittes. Oh, ich muss trinken und essen. Ich verhungere doch. Du verhungerst und verdurstest. Ja. Ich verdurste nicht. Zumindest habe ich ja gar nichts eingepackt. Möchtest du ein Fladenbrot haben? Ja, gern. Warte schnell. Ich muss trinken.
ich bin ja schon verletzt. Oh, du hast mich aber schön verletzt. Das tut mir furchtbar leid. Warte, ich muss mich heilen. Ich gebe dir 6 Fladenbrot. Die schmeiße ich jetzt einfach hier hin. So viel. Guck mal, mit Dreck. Ja, ich liebe Fladenbrot. Warte mal da. Ist in der Schweiz auch nicht anders mit Schnee, oder? Ja, die haben tatsächlich, Gillio hat mir vor dem Stream erzählt, dass tatsächlich Überschwemmungen sind. Ja. In Tessin, in der italienischen Schweiz. Und in den Bergen ist der Groll heruntergekommen und hat ein Dorf erwischt. Und wirklich schlimm, weil so viel Regen ist. Obwohl wir ja hier in der Schweiz eigentlich gut auf Wasser eingestellt sind. Also ja. Sie schauen wirklich gut. Aber eben, die Natur ist halt stärker. Ja. Wenn man natürlich in Gebiete baut, wo die Natur zuschlägt, dann ist das so. Das ist kein Pardon. Weil die Erde bewegt sich ja mit den Jahren. Ah, hier geht auch noch nicht. Ja, ist gut. Hier geht auch noch nicht. Jetzt geht's. So, jetzt geht's, Andrina. Wo ist noch? Ja. Komm, wir machen morgen, dann siehst du besser. Ja. Jetzt ist langsam. Tu mir mal einen Gefallen, leg dich mal, wenn Bolilut noch nicht im Bett ist. Komm mal her und leg dich mal zu mir ins Bett. Ja, ja, gut, wieder da. Warte mal, wo ist sie? Ja. Wo ist er? Da. So. Jetzt schauen wir mal, was wenn, mal passiert. Sehen, ob du das schaffst. Geh mal rein. Ich bin schon im Bett, aber wieso sagt er, ich bin noch nicht bereit? Jetzt? Ja. Wo ist der Bullelut? Der steht nicht. Der hat in dir geschlafen. Ja, der hat bei mir geschlafen. Also, jetzt muss ich jetzt mal mit Bullelut reden hier. Ja. Bullelut, mein Freund, du hattest eine Frau in deinem Bett. Ja. Soll ich dir dein Bett? Das wäre schön. Du hast deine Kleidung schon wieder dreckig gemacht. Zieh sie aus. Ich wasche sie schnell. Oh, wow. Da spricht wohl das schlechte Gewissen, oder? Aber ich bin auch dreckig. Komm, Bullelut, wasch meine Kleidung. Du, und vor allen Dingen die Antwort von mir ist, du bist der beste Ehemann aller Zeiten. Ach, oh, pass auf dich auf, mein Liebster. Warte, jetzt wollte ich wissen bei mir, dass er sagt. Nein, wie geht es dir? Mir wascht meine Wäsche nicht. Das ist ja auch mein Mann. Das ist gemein. Ich gehe zu meinem Mann. Dein Mann vermisst dich. Naja. Da habe ich fremd geschlafen. Da. Wo ist er? Der ist ja gar nicht da. Ja, der ist abgehauen. Der hat sein Bündelchen gepackt. Hä? Der hat sein Bündelchen gepackt. Ich sehe rot, aber ich sehe ihn nicht. Wo ist er dann? Ich sehe rot, aber ich sehe ihn nicht. Ja. Auch das gibt mir zu denken. Komisch. Wo ist denn der? Hä? Komm jetzt hier aufs Feld. Wir müssen arbeiten hier. Ja, im Memmel. Ach so, ich wollte mal, ja, während du das machst, ich wollte mal beobachten, ob die Leute jetzt zu der Mine darüber gehen, über die Brücke. Ja, ja. Das siehst du auf dem auf der Karte, wenn du die Karte ansiehst. Auch wenn ich die Karte ansicht mache. Mhm. Aber sie gehen ja noch nicht. Es ist schon noch nicht Zeit. Es ist schon noch zu früh, sie haben noch nie. Sie haben noch Feierabend. Bis wann? Aber die bis Brücke, die ist hier gar nicht angezeigt. Ne? Nein, das ist das Gemeine. Ja, dann werde ich das jetzt mal beobachten. Hallo, Andreas. Ich habe gehört, Nachtschatten wird in der Nacht angebaut. Haben wir gar nicht, oder? Nachtschatten. So, jetzt gehen sie los. Jetzt bin ich gespannt. Sie hauen und nicht über die geht. Sie also, scheint der gelbe Punkt an der Innen. Ist das dein Zeichen, der gelbe?
gelbe Zeichen dort. Das gelbe Zeichen, weiß ich Nein, nicht. Nein, das der nicht draußen, nicht du, das andere. In der Pfeil. Das, ja. Hast du den gesetzt? Nee. Nochmal F. Nimm mir Wunder. Hey, F drücken. Aha. Guck, die gehen wieder hier außen lang. Ah ja, das ist die. Wozu baut man denn Brücken, wenn die dann außen lang gehen? Ja, ja. Wir müssen alles absperren, dass sie dann drüber gehen. Dort bei der Mine. Es ist doch schwachsinnig. Warum? Ja, wir bauen hier eine Brücke. Mhm. Damit sie direkt hin können. Also wirklich jetzt mal. Jetzt mal ja, das war ein bisschen enttäuschend. Ja, ja dann brauchen wir da ja auch keine Brücke bauen, oder wie sehe ich das? Eben, genau. Aber ich sperre dann alles rundum ab, wenn ich Zeit habe. Wenn du mir Zeit lässt, oder du. Du wolltest doch... Ah ja, da können wir Dingspunkte sammeln. Wenn ja, deswegen ja. Mhm. Aber du bist immer noch nicht hier auf dem Feld, oder? Doch, bist du. Nein, ich bin auf dem Feld am Düngen. Das ist Befehl vom Chef. Boah, seit wann bin ich denn Chef? Das ist ja was ganz Neues. Ja. Das ist ja was ganz Neues. Die fehlen noch 5 Brücken. Es heißt, über 7 Brücken muss man gehen. Ja, nee. Ja, also, dann fehlen mir aber noch 6. Ja. Ich habe erst eine gebaut. Aber ich habe die schön gebaut, Andreas. Ja. Wirklich. Wirklich schön. Gedückt. Schicken. Ah ja, und... Da ist nix. Wir müssen dann abspeichern, bevor wir dann auf die Gas gehen. Auf die Gas. Auf die Gas. Ja. Mir ist kein anderes Wort eingefallen. So, jetzt hast du alles fertig. So, und jetzt, was wolltest du jetzt? Jetzt wollten wir kochen. Ja, kochen. Stimmt. Aber ich mag eigentlich nicht kochen. Ich hasse kochen. Nein, ich würde lieber was... Dann bau doch du ein Zaun dort... Oder stelle mal die Blauprints auf, dass sie dann über die Brücke gehen, wenn du willst. Ein oder? Zaun. Es gibt ja den schönen... Ja, geh mal rein. Nein, der ist noch nicht, der ist teuer. Der ist teuer. 1500, die hab ich. Hast du? Aber das ist mehr so Deko-Zaun. Das ist wunderschön. Mit Stein. Ja, aber der wird Eisenbarren und Stein. Das ist nichts für unser Dorf, oder? Das ist dann fürs Dorf, zum Verschönern. Also nicht für... Holzzäune! Geh mal rauf. Dorf, Bretterzäune! Ja, klick mal Holzzäune an und drin. Da, guck mal, diesen hier. Lattenzaun. Nein, das ist nicht so schön. Ist nicht so einfacher schön. Holzgartenzaun oder Schmuckgartenzaun? Nein, der ist halt schön. Es gibt noch einen anderen, wie bei den Pferden, wo höher ist. Bretterzäune? Nein. Und dorthin, ja. Zeig mal, welchen ist das. Der Bretterzaun. Nicht so schnell. Nicht der. Immer rechts rüber. Ja. Holzgartenzaun. Da haben wir diesen hier, den Lattenzaun, der ist aber schöner, oder? Der Lattenzaun ist einfach... Warte mal, was ist denn hier? Holzzäune? Versetzt, der Lattenzaun ist ja so... Palisade, Holzzaun. Ah ja, der unten links, der ist... Das langer Doppelzaun? Unten. Ja, der ist noch schön da bei den... Kannst du mal eins aufstellen, zum Schauen, wie es aussieht? Da muss ich das mal kaufen. Ja, 500. Stell mal eins auf, dann siehst du, wie es aussieht. Wir machen das jetzt hier. Ob dir das gefällt. Oh, der ist gerade, ne? Wie meinst du gerade? Der ist schön. Oder nicht? Gefällt es dir nicht? Der gefällt mir bei den... Dann stelle ich immer auf bei den Tieren. Bei den Pferden und den großen Tieren. Mach das jetzt so nah wie möglich am Wasser und dann kommen wir da nicht durch und können nichts trinken. Aber
Warum machst ich umzingel jetzt unsere Insel. Aha, ich dachte, du machst dort bei der Mine, weißt du, damit sie über die Brücke gehen. Das dachte ich, machst du. Kann man das hier wieder wegmachen? Holzhammer, ne? Macht nichts, lass. Warum? Wir wollten doch unsere Insel einzäunen. Ja, machen wir, ja. Warum willst du das? Ach, siehst du, ich laufe durchs Wasser, wie blöd. Ja. Jetzt wollte ich gerade sagen, du kannst ja über die Brücke. Guck mal, Brücke. Ja. Oh, die ist natürlich weit hin, da müssen wir viel einzäunen. Uiui. Ja, da brauchen wir viel. So ist schön. Also mir gefällt es ganz gut. Kann man so lassen. Ja. Der Eisenzaun ist mein Lieblingszaun. Sieht am besten aus für Garten. Ja, ja für Garten, ja. Genau. Ja. Aber um unser Dorf einzuzäumen, weiß ich nicht. Nein. Also auf der Seite, es gibt ja noch einen Bretterzaun. Der ist nicht so hoch wie die Palisade. Links. Das sind die Türen. Ja, ich habe nur geguckt. Ja. Aha, ja. So. Oder der da zum Beispiel, Andrina, wenn du raufgehst, da, ja. Klick mal Holz so. Ja, das sind die billigen. Das sind die Stücke. Holzzäune. Dann geht Holzzäune und dort das Bretterzaun, kannst du mal eins aufstellen. Den haben wir jetzt gesehen. Stell mal eins auf von diesen, dann siehst du es. Oh nee, finde ich ganz schlimm. Ja, du kannst sagen dann. Finde ich ganz schlimm. Weißt du warum? Weil man nicht durchgucken kann. Man sieht von der Welt nichts mehr. Ja. Das ist das, was ich jetzt so eigentlich nicht wollte. Ja. Also von der Welt muss schon... Etwas, wo man raussehen kann. Ja, genau. Dann gibt es nur den Stein. Aber dann musst du Steine sammeln. Nee. Der Steinmäuerchen ist auch schön. Der ist der, wo man einfach sieht, ja. Und dann müssen wir der Wand entlang... Wo das müssen wir dann auch einzäunen. Oh, dann müssen wir das aber hier schön machen. Ne? Müssen wir ein bisschen schöner machen. Ja, genau. So, ja. Rot zust. Wird das hier echt nicht schön. Ja, und der Wand entlang dann auch drin. Sonst kommen sie dort die Wand runter. Das sind eben Schlitzohren. Ich weiß nicht, warum das da mir Bauhütten anzeigt, da bist du gar nicht eingestellt. Ja, du hast ja das Zeichen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist oder nicht. Aber war eigentlich das Feld fertig? Oder müssen wir noch streuen? Nein, ist alles gut. Können wir nicht streuen? Warte mal, ich schau mal. Verwaltung. Also, Flachs. Da ist Rucke. Schau mal. Wie gehen die denn hier? Versuchen die denn hier dran vorbeizukommen? Nein, ne? Weil ich muss das leider so machen, ne? Ja, dort musst du so absperren, ja. Sonst kommen sie von hinten ran. Und wir sehen ja dann, wenn sie dort... Boah, ein Loch in den Zaun, dann hast du eine Piepshow. Ja, genau. Piepshow. Aber jetzt mache ich den auch ein bisschen breiter, den, weil das soll ja nicht wie so ein Gang zum Schafott sein, so, ne? Das soll schon ein bisschen schöner aussehen, so, ne? Also da beim Wasser entlang brauchst du, glaube ich, keinen. Nur auf der linken, auf der anderen Seite drinnen, nicht hier. Hier brauche ich keinen, hier auf dieser Seite nicht. Nein, geh mal links rüber jetzt, zu der Mine. Zu der Mine. Jetzt ganz links. Sie kommen dort runter. Neben der Mine. Und dann habe ich zuerst dort gesperrt. Ja.
Und jetzt bin ich ja rechts da. Und dann sind sie rechts runtergekommen. Sie kommen links dort runter. Geh mal vorbei an der Mine. Also links an der Mine, da kommen sie runter. Ja, linke, dort ist ein Weg, dort kommen sie runter. Ja. Da musst du auch von der Mine aus hinter, nach hinten ziehen und dann gegen das Wasser nachher. Genau, dort kommen sie runter. Ja, jetzt auch so am Rand entlang zumachen. Also hier an der Mine entlang bis darüber zu dem anderen Stein. Genau, ja, so drüber. Oh, das sieht ja auch blöd aus, oder? Ja, bis, wir müssen es ausprobieren, ob sie dann wirklich über die Brücke geht. Es ist schon so. Es ist keine andere Wahl. Wir haben keine Wahl, wenn wir sie zwingen wollen, dass sie über die Brücke gehen. Dann schauen wir, was passiert. Dann gehen sie gar nicht mehr arbeiten. Ich glaube auch. Nein, theoretisch müssten sie dann... Sie suchen sich ja immer den Weg, wo frei ist. Oh! Ja, aber jetzt... Ja, okay. Ja. Ich komme rüber. Ah ja, du kannst auch dort bleiben. Nee, aber. Nee. Ich, wenn hier Bären laufen, bleib ich nicht hier. Nein, da passiert nichts. Natürlich nicht. Die Mine ist ja schon besetzt, Andrina. Ja, ja, trotzdem. Die oben können ja die Bären immer noch auf dem Berg oben sein. Oh, nein, nein. Okay. Ich hab... Hey, okay, und dann auf einmal... Ja, genau. Das wird mir nämlich passieren. Das ist genau das, was mir passieren wird. Also, bis jetzt hatten wir noch keine Abstürze oder sowas. Ja, aber wir hatten auch keinen Kampf, oder? Ne, wir wollen ja nachher noch... Die Schafe müssen auch geschoren werden. Schnaufmisch. So, ich bleib hier. Wenn sie nicht von NPCs verwenden. Was ist Schnaufmisch? Ist das die Einstellung? Wenn die Stege und Brücken keinen Namen haben, werden sie nicht von... Wie, keinen Namen? Schnaufmisch hat er geschrieben. Navmesh. Oben werden sie nicht von NPCs verwendet. Was ist Navmesh? Vielleicht eine Einstellung, wo man machen muss. Von den ich muss mal gerade hier. Ja. Also. Ich bin weg, Andrina. Ja. Wir gehen in die Pause und sind natürlich gleich wieder da. Und sagen mal, bis gleich.